Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Es ist Sonntagmorgen, 9:45 Uhr. Ich sitze bereits wieder im Cockpit und bereite den Start vor. Mein 3-stündiger Heimflug zurück in die Eifel steht nun unmittelbar bevor. Das Wetter ist hier im Rhonetal wieder durchwachsen. Teils dicht bewölkt, an anderen Stellen sieht man sehr viel blauen Himmel. Meine Hoffnung, heute von militärischen Tieffluggebieten völlig unbehelligt zu bleiben, sollte sich als sehr realistisch herausstellen. Dafür lerne ich, obwohl ich diese Strecke nun schon sehr oft geflogen bin, etwas fundamental Neues. Doch dazu später mehr. Der Tower ist noch gar nicht besetzt. Ich nehme an, er beginnt seinen Dienst um 10 Uhr. Da ich meinen Flugplan aber für 10 Uhr gefeilt habe und ihn keineswegs delayen möchte, will ich natürlich auch pünktlich starten. Aber ohne Türme? Auf einem kontrollierten Platz? Das liebe ich so an Frankreich, diese Unkompliziertheit. Man startet einfach. Wo ist das Problem? Das gibt mir Gelegenheit, kurz nochmal an den gestrigen Flug von Mimizan nach Saint-Étienne zu denken. Gestern waren die französischen Mittelgebirge komplett wolkenfrei und man kann gut erkennen, wie das Gelände zum Zentralmassiv hin ansteigt. Die Route vom Atlantik ins Rhonetal ist alles andere als landschaftlich interessant. Nur eine einzige Videosequenz ist übrig geblieben an genau dieser Stelle hier. Es ist nicht die höchste Erhebung, aber mit 1750 Metern nur 100 Meter weniger. Leider war sehr viel Thermik in der Luft, sodass die Aufnahme etwas hakelig daherkommt. Tango Papa en Alpha Prêt. Go Papa, Niveau 35, autorisé décollage 330 degrés 5 nœuds. Erst im Gegenanflug, als ich schon 3 Minuten in der Luft bin, meldet sich der Türmer. Mike Zulu, le plan de vol est actif. Vous pouvez poursuivre et rappeler en sortie. Delta Mike Echo Mike Zulu, I understand the flight plan is active, is correct? Affirmative, it's correct, and you can leave my frequency reaching the limit of my area. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, next report and leaving your airspace at reporting point November Echo. Mike Zulu, you can leave my frequency, flight information with Lyon 135 decimal 2, goodbye. Delta Mike Echo Mike Zulu, leaving your frequency, can't contact 135 decimal 2. Thank you and bye bye. Lyon Information, good morning and good bonjour. Delta Mike Echo Mike Zulu. Mike Echo Mike Zulu, bonjour, call you back shortly. Car Delta Ultra Tic, un demi nautique pour 500 pieds plus bas, route opposée. J'ai visuel dessus, il passe sur mes 11h30, ça y est, ils sont en train de passer, ne vous inquiétez pas. Oscar Delta et merci pour l'information. Et Oscar Delta, eh bien, je vous laisse passer avec Clermont Information à présent, 120 décimales 5, bonne fin de journée. Merci pour votre bienveillance et bonne fin de journée à vous aussi, madame Oscar Delta. Mike Echo Mike Zulu, bonjour, passez message. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is CT, Charlie Tango, one person. Position is reporting point November Echo outbound from Saint-Étienne, VFR with flight plan from Saint-Étienne, Lima Fox Mike Hotel to Echo Delta Romeo Echo. Altitude is 4,500, correction, altitude is 3,900. And request flight information, please.
Mike Echo, Mike Zulu, squawk 7030, QNH Unimon is 1018. Do you want to maintain 4000 feet for the transit? Delta Mike Echo, Mike Zulu, QNH 1018, squawk 7030, will coming up. And yes, I would prefer 5000. Mike Zulu, climb 5000 feet, QNH 1018 then. And what is your next reporting point? Delta Mike Zulu, very close, Mardot, and the next one is Lima Foxtrot Hotel Whiskey. Yeah. Das war die Überraschung des Tages, ja, der ganzen Tour. Eine Transitroute in 5000 Fuß hat sie mir angeboten. Ich wusste bis dato gar nicht, dass es hier so etwas gibt. Großartig. Später kann ich die 5000 Fuß nicht mehr halten, weil zu viele Wolken diese Höhe auch prima finden. Ich habe dann erst 6000, später sogar 7000 Fuß requestet und erhalten. Was will man mehr? Also interessant ist, dass ich, das hatte ich auf dieser Strecke noch nie, hier sozusagen eine Transitroute bekommen habe mit anderen FIS-Frequenzen als die, die hier normalerweise stehen. Das hatte ich so noch nie, das ist neu, aber irgendwie bequem. Noch gibt es viele Löcher, ich hoffe, das bleibt so. So, und jetzt habe ich fast eine Stunde um und zwei liegen noch vor mir. In 10 Meilen südlich Dijon. Und der Eindruck ist, die Wolken werden dichter. Naja, notfalls muss ich below. Ja, und das lässt dann auch gar nicht lange auf sich warten. Die Löcher werden immer seltener. Und schließlich muss ich die Entscheidung treffen, mich unter die Wolken zu begeben. Darauf zu vertrauen, es wird schon ein Loch geben, während in der Eifel das Wetter auch nicht so toll ist, wäre wohl fahrlässig. Hier sieht man den steilen Sinkflug ganz gut. Von 7000 Fuß runter auf 2800 in 1,5 Minuten. Natürlich kündige ich dem Lotsen dieses Manöver mit Beginn- und Endezeitpunkt an, damit er sich nicht wundert, was ich hier veranstalte. Delta Mike Echo Mike Zulu, descent is completed. I established on 2800. Roger, you better now? It's absolutely good, all things are fine and I will go my routing. Roger. Bei Köln scheint es schlechtes Wetter zu sein. Hier geht's noch und hier habe ich ein Highlight vor meiner Nase, nämlich die Saarschleife von Mettlach. Lange Information, schönen guten Tag. Die Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, hallo. Delta Mike Echo Mike Zulu, eine CT, Charlie Tango, eine Person, VFA mit Flugplan von Saint-Étienne, Frankreich, Lima Fox, Mike Hotel, VFR, wie gesagt, mit Flugplan nach Mendig, Echo Delta Romeo Echo. Derzeitige Position, gerade die französisch-deutsche Grenze bei Saint-Louis überflogen, 3200 Fuß, für Fluginformation bitte. Delta Mike Echo Mike Zulu, Squawk 4451, QNH 1017.
QNH 1017 und Spock 4451 kommt. Delta Mike Zulu, noch eine Frage zu Büchel. Ist die CTR aktiv? Delta Mike Zulu, Büchel ist nicht aktiv. Ah, wunderbar, danke. Und so habe ich mal wieder die Gelegenheit, den Flieger Horst Büchel aus der Nähe zu sehen. Büchel ist inzwischen der einzige deutsche Standort mit US-Atomwaffen. Das hier beheimatete taktische Luftwaffengeschwader 33 bildet aus und ist im Ernstfall mit ihren Tornados auch Kampfgeschwader. Eine Besonderheit dieses Platzes ist auch, neben der militärischen, die zivile Nutzung durch einen Luftsportverein. Natürlich nur am Wochenende. Und dann bin ich wieder daheim. 16 Stunden reine Flugzeit, keinerlei Probleme und mit vielen Erfahrungen und positiven Erlebnissen schwebe ich nun wieder auf meine Homebase. Und das nächste Ziel steht schon fest. Delta, letzter Gegner, Flug bis zu 8.